bin mir sicher, wir können die kommenden Herausforderungen bestehen. Denn es gibt die grüne Eigenständigkeit in dieser Republik. Sie ist keine Fiktion. Wir sind nicht Scharnier oder Funktionspartei. Wir setzen mit unseren grünen Themen an bei den realen Problemen der Zeit. Klimaschutz und Energiewende, das sind die brennenden Aufgaben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Genauso Gerechtigkeit in unserem Land, eine offene Gesellschaft oder eine menschenrechtsorientierte Außenpolitik. Diese Aufgaben haben wir uns nicht ausgedacht. Die Wirklichkeit hat sie auf die Tagesordnung gesetzt und sie müssen ernsthaft angegangen werden. Dazu braucht es Grün und das müssen wir ganz stark machen. Und genau das wird uns strategische Orientierung geben, mit der wir Grüne weiter wachsen werden. Wir müssen allerdings über taktische Fragen nachdenken. Wir haben über unsere fundierten Inhalte manchmal die Botschaften vergessen. Es genügt nicht, dass unsere Antworten richtig sind. Sie müssen auch die Köpfe und Herzen der Menschen erreichen. Und da müssen wir besser werden. Und damit ihr mich nicht missversteht, zum Kern von Politik gehört harte Regulierung. Aber das heißt auch, sich den richtigen Gegner rauszusuchen. Wir sind eine Partei der emanzipatorischen Freiheit, der Vielfalt, der Toleranz für Lebensstile. Wir sind nicht die Erziehungsberater dieser Republik. Und damit aus grünen Inhalten wieder grüne Botschaften werden, brauchen wir eine schlagkräftige Kommunikation. Wir brauchen die Fraktion im Bundestag. Wir brauchen die grünen Landesregierungen. Wir brauchen aber auch und gerade euch, die gesamte grüne Partei. Und wir brauchen insbesondere auch die Bundesarbeitsgemeinschaften, deren Engagement oft zu wenig wertgeschätzt wird, obwohl da viele Ehrenamtliche arbeiten, ohne die unsere Partei programmatisch und menschlich ärmer wäre. Ich kämpfe dafür, dass wir unsere Inhalte wieder so schlagkräftig vertreten, dass es die anderen Parteien sind, die unseren Themen hinterherlaufen müssen. Wir werden jetzt schnell und gründlich aus einer Auseinandersetzung mit der Großen Koalition vorbereiten müssen. Das wird nicht leicht. Unsere Stärke muss jetzt das Zusammenspiel zwischen Bund und Länder sein. Nur gemeinsam können wir der Großen Koalition Paroli bieten. Mit Simone und Cem an der Spitze der Partei, mit Katrin und Toni in der Fraktion, mit Kretsch, Silvia, Robert, Evelyn, Caroline, Stefan und hoffentlich bald auch mit Tarek, egal ob im Dirndl oder nicht, im Bundesrat. Und diese Partei, und das möchte ich auch sagen, ist mehr als die Summe beider Flügel und das sollten wir niemals vergessen. Und ich möchte die Kommunikation in der ganzen Partei weiterentwickeln. Wir brauchen eine Politik des Zuhörens und des Aufeinanderzugehens. Wir brauchen kein Durchstellen von oben nach unten. Mir ist eine wirklich bessere Kultur, wirklich gemeinsame Beratung, ist mir ein wirkliches Anliegen. Und hier sehe ich Veränderungsbedarf für alle Gremien, sei es Parteirat oder Bufo-Lafo-Treffen oder auch Parteitage. Ich habe im Straßenwahlkampf dieses Jahr erneut erlebt, wir brauchen so manches Mal mehr Kleister. Wir brauchen mehr Kleister, damit die Plakate nicht von den Pappen rutschen. Was wir nicht brauchen, ist ein Zukleistern von politischen Konflikten. Wir sollten als streitbare Partei mit dem Blick aufs Ganze programmatische Diskussionen wagen und dann gemeinsam die erarbeiteten Ergebnisse verteidigen. So stelle ich mir unsere Partei vor und so unsere nächsten Parteitage. Und diese Offenheit möchte ich auch in der anstehenden Parteireform stark machen. Wir müssen die Länder stärker einbeziehen, die mit grüner Regierungsbeteiligung und die ohne. Und wir müssen insgesamt offener und attraktiver für Beteiligung werden und uns eben nicht im Berliner Politikzirkel einmauern.